Servus an alle, heute geht es um Nietzsches Werk über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne und damit um Nietzsches erkenntnistheoretische Überlegungen. Nietzsche schrieb dieses Werk schon relativ früh, nämlich mit 29, also 1873, und nur ein Jahr nach der Geburt der Tragödie. Nietzsche veröffentlichte dieses Werk allerdings nie, weil er es für so unzeitgemäß hielt. Um Nietzsches Intention zu verstehen, muss man ein bisschen ausholen. Platon schrieb seinerzeit einen Dialog, in dem er Sokrates mit drei Griechen argumentieren lässt, nämlich mit Polos, mit Kallikles und mit Gorgias, nachdem dieser Dialog auch benannt ist. Alle drei und besonders Kallikles sind der nietzscheanischen Überzeugung, dass das Mächtige auch das Gute darstellt und sie sehen Rhetorik als ein Mittel, andere von der eigenen Wahrheit überzeugen zu können, was dann wiederum natürlich etwas Gutes ist. Sokrates allerdings kritisiert die drei, weil er eben meint, dass die Wahrheit und auch das Gute unabhängig von der Rhetorik existiert und man die Rhetorik nur als Mittel verwenden kann, zu dieser Wahrheit oder zum Guten zu gelangen. Das Gute und das Wahre entspringt laut Sokrates der Vernunft und soll dafür eingesetzt werden, dass man nach dem Tugendhaften strebt, was meistens die Selbstbeherrschung ist und eben nicht das volle Ausleben von Macht. Rechtfertigen tut Sokrates diese ganzen Aussagen mit seinem Mythos am Ende des Dialogs, nachdem verstorbene Seelen entweder belohnt werden oder bestraft werden nach ihrem Tod und dann in eine Art Himmel oder in eine Art Hölle kommen. Wenn ihr die anderen Videos dieser Reihe schon ein bisschen verfolgt habt, dann wisst ihr vielleicht auch jetzt, warum Nietzsche Sokrates als einen Dekadent ansieht und ihn für einen Prediger des Ressentiments hält, der eben in andere Hinterwelten flüchten will, und der schließlich auch für das Ende der griechischen Tragödie gesorgt hat. Nietzsche schreibt allerdings in seinem Essay über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, dass wir gar nicht wirklich ergründen können, was Wahrheit überhaupt ist, weil schon allein die Begriffe, die wir für Dinge verwenden, keine allgemeingültigen sind, sondern immer schon einen subjektiven Eindruck bezeichnen, den wir dann mithilfe einer Metapher ausdrücken. Thomas Nagel oder Thomas Nagel, ein amerikanischer Philosoph, schrieb 1974 einen sehr bekannt gewordenen Essay What It's Like to Be a Bat, in dem er darauf hinweist, dass man als Mensch zwar sich vorstellen kann, wie eine Fledermaus lebt, dass es qualitativ aber unmöglich ist, die gleichen Eindrücke zu gewinnen und damit wirklich zu wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Nietzsche hatte diese Idee schon in seinem Aufsatz, ergänzt da allerdings noch, dass auch jeder Mensch nur seine subjektiven Eindrücke irgendwie bekommt und die dann mit einer Metapher ausdrückt und dann vielleicht mit den Eindrücken anderer vergleicht, was aber niemals die gleichen Eindrücke sind, weshalb man so schon mal keinen objektiven Begriff dafür finden kann. Außerdem schreibt Nietzsche auch, dass der Mensch ein Tier unter Tieren ist, dass ihn da also gar nicht viel unterscheidet und dass somit auch keine fixen Ideen entstehen, wie das Platon ja auch zum Beispiel geschrieben hat. Er schreibt in seinem Aufsatz: Denn es gibt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte, sondern menschlich ist er. Und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm drehten. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Zentrum dieser Welt fühlt. Für Nietzsche sind die Begriffe, mit denen wir Dinge bezeichnen, nur Konventionen. Das heißt, man hat sich zusammengetan und der Mächtigste hat einen Begriff für ein Ding bestimmt, aus einem Trieb zur Verständigung heraus, und fortan wurde dieser Begriff dann auch für das Ding benutzt. Der Lügner wird natürlich sofort ausgestoßen, weil er sich gegen diese Konvention stellt, indem er zum Beispiel sagt, dass er reich ist, obwohl er in Wirklichkeit arm ist. Nietzsche meint, es werde aus einem Hang zum Angenehmen versucht, die Wahrheit zu sagen, obwohl bei dieser Wahrheit natürlich nur die inneren Sinnesreize in Begriffe und in Worte umgewandelt werden. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass ein Gegenstand, zum Beispiel ein Stein, hart ist, dann meint Nietzsche nicht, der Stein an sich ist hart, sondern unsere Sinnesempfindung von dem Stein, wenn wir ihn berühren, erzeugt in uns ein Gefühl der Härte, das wir dann in Begriffe umwandeln und das jemand anderem mitteilen. Dass es so viele Sprachen auf der Welt gibt, ist natürlich auch ein Teil von Nietzsches Argumentation, nach der Begriffe relativ willkürlich verteilt werden, um eine Verständigung mehrerer Subjekte zu garantieren.
Wenn wir also Begriffe verwenden, dann verwenden wir eigentlich nur Metaphern unserer eigenen Sinnesreize. Wenn wir etwas sehen, dann entsteht ein Bild in unserem Kopf und dieses Bild versprachlichen wir. Nietzsche schreibt dazu: Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild. Erste Metapher. Das Bild wird nachgeformt in einen Laut. Zweite Metapher. Und jedes Mal vollständiges Überspringen der Sphäre. Mitten hinein in eine ganz andere und neue. Man kann sich einen Mensch denken, der ganz taub ist und nie eine Empfindung des Tons und der Musik gehabt hat. Wie dieser etwa die glattnischen Klangfiguren im Sande anstaunt, ihre Ursachen im Erzittern der Saite findet und nun darauf schwören wird, jetzt müsse es wissen, was die Menschen den Ton nennen. So geht es uns allen mit der Sprache. Wir glauben, etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen. Das wirkliche Wesen der Dinge ist laut Nietzsche für den Menschen also gar nicht erst zu ergründen, weil unsere Eindrücke immer schon anthropomorph sind. Das bedeutet, auf die menschliche Perzeption und Erkenntnis zugeschnitten. Wenn wir zum Beispiel ein Kamel als Säugetier beschreiben, dann ist das für uns die Wahrheit. Aber diese Wahrheit ist eben von begrenztem Werte, da sie ansonsten überhaupt nichts wert ist. An einer entscheidenden Stelle seines Aufsatzes schreibt er: Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen. Kurz, eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden und die nach langem Gebrauch einem Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind. Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen. Diese Wahrheiten oder Münzen etablieren sich laut Nietzsche irgendwann in einer Gesellschaft und entwickeln, nachdem sie allgemein akzeptiert worden sind, auch einen moralischen Charakter. Und derjenige, der sich diesen Wahrheiten nicht fügen will, der wird dann zum Lügner, der sich gegen diese Konvention stellt und dafür aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Derjenige aber, der die Wahrheit spricht, der denkt abstrakt, er übersetzt seine Empfindungen in Begriffe, bildet sich damit etwas auf seine Vernunft ein und hebt sich so selbst vom Tiere ab. Durch dieses abstrakte Denken und das vernünftige Denken vergisst der Mensch laut Nietzsche allmählich seine Existenz als künstlerisch schaffendes Subjekt, indem es Dinge eben immer objektiv darstellen will und seine eigene Subjektivität dadurch verloren geht. Er schreibt: Nur durch das Vergessen jener primitiven Metapherwelt, nur durch das Hart- und Starrwerden einer ursprünglichen, in hitziger Flüssigkeit aus dem Unvermögen menschlicher Fantasie hervorströmenden Bildermasse. Nur durch den unbesiegbaren Glauben, diese Sonne, dieses Fenster, dieser Tisch sei eine Wahrheit an sich. Kurz, nur dadurch, dass der Mensch sich als Subjekt, und zwar als künstlerisch schaffendes Subjekt, vergisst, lebt er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Konsequenz. Wenn er einen Augenblick nur aus den Gefängniswänden dieses Glaubens heraus könnte, so wäre es sofort mit seinem Selbstbewusstsein vorbei. Schon dies kostet ihn Mühe, sich einzugestehen, wie das Insekt oder der Vogel eine ganz andere Welt perzipieren als der Mensch. Und dass die Frage, welche von beiden Weltperzeptionen richtiger ist, eine ganz sinnlose ist, da hierzu bereits mit dem Maßstabe der richtigen Perzeption, das heißt mit einem nicht vorhandenen Maßstabe, gemessen werden müsste. Überhaupt aber scheint mir die richtige Perzeption, das würde heißen, der adäquate Ausdruck eines Objekts im Subjekt, ein widerspruchsvolles Unding. Denn zwischen zwei absolut verschiedenen Sphären, wie zwischen Subjekt und Objekt, gibt es keine Kausalität, keine Richtigkeit, keinen Ausdruck,
sondern höchstens ein ästhetisches Verhalten. Ich meine, eine andeutende Übertragung, eine nachstammelnde Übersetzung in eine ganz fremde Sprache, wozu es aber jedenfalls einer frei dichtenden und frei erfindenden Mittelsphäre und Mittelkraft bedarf. Nietzsche unterstreicht das eben Vorgetragene nochmal mit dem Beispiel, dass der Mensch nicht wissen kann, was ein Naturgesetz an sich ist. Er kann nur Zahlen und Formeln deuten oder Zeit und Raum erkunden, aber das Gesetz in seinem Wesen bleibt uns doch immer verborgen. Und damit wieder zurück zu Sokrates. Nietzsche meint damit ja ganz offensichtlich, dass die Rhetorik der Wahrheitssuche zugrunde liegt, da sie sich eine Realität in künstlerischer Weise schafft, womit Intuition und Abstraktion unterschiedliche Formen der Wahrnehmung sind. Der intuitive Mensch, der ist unvernünftig, aber künstlerisch, indem er Anschauungsmetaphern erzeugt. Der abstrakt denkende Menschen ist vernünftig, aber dafür auch unkünstlerisch, da er die Metaphern mit festen Begriffen versieht, aber damit auch zu einiger Erkenntnis kommen kann. Während Sokrates ganz offensichtlich ein abstrakt denkender Mensch ist, sind Kallikles und Nietzsche da anders. Sie sind eher intuitiv und können mit Sokrates Wahrheiten nichts anfangen. Nietzsche schreibt, wo einmal der intuitive Mensch, etwa im älteren Griechenland, seine Waffen gewaltiger und siegreicher führt als sein Widerspiel, kann sich günstigenfalls eine Kultur gestalten und die Herrschaft der Kunst über das Leben sich gründen. Jene Verstellung, jenes Verleugnen der Bedürftigkeit, jener Glanz der metaphorischen Anschauung und überhaupt jene Unmittelbarkeit der Täuschung begleitet alle Äußerungen eines solchen Lebens. Weder das Haus, noch der Schritt, noch die Kleidung, noch der tönerne Krug verraten, dass die Notdurft sie erfand. Es scheint so, als ob in ihnen allen ein erhabenes Glück und eine olympische Wolkenlosigkeit und gleichsam ein Spielen mit dem Ernste ausgesprochen werden sollte. Während der von Begriffen und Abstraktionen geleitete Mensch durch diese das Unglück nur abwehrt, ohne selbst aus den Abstraktionen sich Glück zu erzwingen, während er nach möglichster Freiheit von Schmerzen trachtet, erntet der intuitive Mensch, inmitten einer Kultur stehend, bereits von seinen Intuitionen, außer der Abwehr des Übels, eine fortwährend einströmende Erhellung, Aufheiterung, Erlösung. Ja, und das war's auch schon mit meinem Video über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Ich hoffe, ihr versteht nun, welche Umwertung da laut Nietzsche stattgefunden hat. Und wenn euch Wahrheit und Lüge in einem moralischen Sinne interessieren, dann empfehle ich euch mein Video über die Herren- und Sklavenmoral, da Nietzsche auch dort eine Verkehrung der Werte festgestellt hat. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut und bis bald.